auch, ja, ich sehe keinen Spieler, der wirklich das 1-1 klar gewinnen kann. Darum macht es mir jetzt mal. Wir werden wieder mal. Wir werden wieder mal bestraft. Ja, so, gut. Sind wir ehrlich, Nicola Remi kann das. Wir machen es wirklich super. Nutzt den Raum, geht durch. Führung für Wacker. Auch das erste Mal nach 2-0, 2-1. Stimmig mitnehmen. Konzentriert bleiben. Geht's? Ich sehe, dass Janusz Lafayne, der zurückkommt. Er hat das Spiel von GC mir schon beeinflusst, indem er gute Auslöseaktionen gemacht hat. Also, ihm gilt es rechtzeitig zu stoppen im Angriff von diesen 1-1-Aktionen. Er sitzt dann im Turf, er spielt weiter, also ist sehr aktiv. Das Spiel ist angezeigt. Jetzt muss der Abschluss kommen, in Richtung Zelt. Okay, jetzt war der Deck sehr gut organisiert. Nur den Weg gegangen, den sie gehen mussten. Also, haben sich durch die weiten Kreuzbewegungen nicht auseinanderziehen lassen. Sie sind mit in die Dicht geblieben. Also, das war eine sehr gute Sequenz von Wacken. Jetzt bitte den Ball auch gewinnen, sich belohnen. Das ist ein Passwurf. Also, alles gewusst. Ich weiss, ob es auswerfen muss. Ja, aber es sind halt nicht so Wurfvarianten, die wir hier sehen, oder? Das ist natürlich ja, wenn du es im Biplex siehst, man ist nicht zusammen gestanden. Es ist eine Führung und die Lücke stehen. Ich habe so einen Wurf. Ja. Schade. Der Ivan hat vor wieder eine gute Chance, aber... Ja, wir müssen die Goal machen. Wir haben sie im Pausengespräch auch gehört, ja. Wir müssen sicher sein, die Spieler, dass sie eben die 1-1-Aktionen die sie überkommen gegen den Goal, ja, man will auch verwerten. Jetzt sind ja vielleicht eher ein bisschen überhastet. Und mit der nächsten Wurf. Also ich glaube, es ruhig jetzt so bis zum Zeitspiel abspielen. Laremi ist da in der Spielsteuerung gefordert, Aktionen zu machen. Es war gut, sehr gut deckt. Ja, voilà, wir kommen durch. Und jetzt würde ich um einen vom Flügel des Tages.